Und ja, auf das freue ich mich schon, das ist wirklich eine tolle Sache. Aber das war's eigentlich schon, den Rest haben sie eigentlich ziemlich verkackt. Jo, bevor es wirklich losgeht, habe ich vergessen zu sagen, dass das Ganze hier meine Meinung ist. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr die natürlich gerne haben, akzeptiere ich die auch ganz gerne, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben, ich lese mir alles durch, aber bitte nicht flamen oder so, akzeptiert meine Meinung, ich akzeptiere eure Meinung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, los geht's. Jo, hallo, Servus und Habitäre, mittlerweile wisst ihr vielleicht schon, dass ich ein bisschen ein kritischer Mensch bin und dass ich, obwohl ich ein sehr, sehr großer Fan von Plants Zombies bin, auch gerne sage, wann sie Scheiße bauen. Und mit dem neuen DLC Trouble in Zombopolis Part 2 ist das wieder mal passiert und zwar nicht zu wenig. Insgesamt habe ich drei Punkte, die sie meiner Meinung nach richtig verkackt haben, aber man musste vorher sagen, natürlich gibt es auch geile Sachen, geile neue Sachen im DLC, zum Beispiel eben den Fortschritt zum Ether und damit die Community Challenges, die haben sie diesmal richtig, richtig gut gemacht, denn in Garnover 1, da war das zwar schon ganz nett, aber es war halt einfach nur so eine ganz kleine Sache. Hier haben sie das in Garnover 2 richtig groß und gut aufgebaut mit diesem Meter, wo man immer sieht, wie viel hat man schon, es gibt immer drei Kisten und so weiter. Ich werde dann, obwohl ihr könntet euch das eigentlich selber auch anschauen, es gibt einfach immer drei Kisten und man muss ein Ziel erreichen als Community. Und je nachdem, wie viel man schafft, desto besser ist nachher die Belohnung, desto mehr Kisten bekommt man. Das ist eine echt geile Sache, die haben sie wirklich gut gemacht. Genauso wie die neuen Missionen. Es gibt einmal 10 bei den Zombies und 10 bei den Pflanzen, wo man eben so Rennen machen muss, aber mit diesem Schnapper da, wo man diesen Jetpack hinten hat, mit der Ziege. Das ist sehr frisch, sehr innovativ, sehr, sehr nett gemacht, wirklich eine tolle Sache. Werde ich übrigens auch mal in einem Video machen, eben bei den ganzen Nebenmissionen. Wird demnächst auch kommen und ja, auf das freue ich mich schon, das ist wirklich eine tolle Sache. Aber das war es eigentlich schon, den Rest haben sie eigentlich ziemlich verkackt. Der Rest ist eigentlich dann nur noch die ganzen Patches und Neuerungen und so weiter. Es gibt aber dann noch zwei Dinge und zwar ist diese DLC meiner Meinung nach zu wenig für ein Part 2. Trouble in Zombopolis Part 1 war echt groß, zwei neue Charaktere, neue Map und so weiter und so weiter. Ich finde, dieses DLC ist wirklich, wirklich klein und würdigt irgendwie den Namen Part 2 nicht wirklich ganz. Natürlich muss man dazu sagen, das Ganze ist ein gratis DLC, wir müssen dafür nichts zahlen, aber das Ganze als Part 2 zu verkaufen ist dann für mich ein bisschen, ja, falsch. Man kann es so als Update mal rausbringen, aber wenn ich jetzt mal mir denke, es kommt ein Part 1, dann denke ich mir, ja, der Part 2 wird genauso groß. Und das ist hier eindeutig nicht der Fall. Ist aber nur natürlich eine kleine Sache. Für das es gratis ist, bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Dann der zweite Punkt ist, sowas sollte einfach nicht passieren. Das kann einfach nicht passieren, dass Bugs mit einem DLC, mit einem Update dazukommen. Keine Stunde gespielt, schon zwei neue Bugs entdeckt. Zum Beispiel, dass plötzlich wieder die Story-Missionen bei der Missionsleiste angezeigt werden. Das war es ja beim letzten DLC, Zombopolis Part 1, wurde das ja extra rausgemacht, weil sich viele Leute beschwert haben, weil es einfach unnötig ist, wenn diese zwei Missionen oben stehen. Und jetzt ist es wieder da, zumindest bei manchen Leuten. Was soll das? Wie kann so etwas passieren? Das verstehe ich nicht. Das ist mir unbegreiflich. Oder ich habe versucht, vor kurzem auch mit dem, oder gestern war es eigentlich, mit dem Panzerkommandant, privates Spiel. Da spiele ich ganz gerne den und stelle ein unendliche Munition. Und da kann man richtig geil mit dem Panzerkommandant abgehen. Es macht einfach Spaß, ist gut für Missionen erledigen. Und das funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht mehr bei dem. Früher hat alles funktioniert, jetzt funktioniert das nicht mehr, bei jedem anderen Charakter schon und hier wurde es wieder hineingepackt. Es war ja früher auch so, dass Sonnenblumen oder so, die haben das auch komplett ignoriert, die hatten auch keine unendliche Munition und jetzt ist es anscheinend beim Panzerkommandant. Richtig nervig und unnötig und unverständlich vor allem, dass Bugs durch ein Update, durch den DLC dazukommen. Das finde ich sollte meiner Meinung nach nicht passieren. Und jetzt kommen wir zum Schlimmsten und zwar den unglaublichen Charakter-Balancing unter Anführungszeichen Notes. Auch hier muss man wieder dazu sagen, es gibt ein paar Dinge, die was wirklich gut gepatcht haben. Zum Beispiel, dass der Gift-Brains darauf gepatcht wurde, der war angeblich nicht so gut. Auch der Frühstücks-Brains wurde in einigen Punkten darauf gepatcht, ich blende hier jetzt ein. Sein Leben wurde erhöht auf 200 Punkte und der Schaden wurde auch ein bisschen erhöht. Auch sonst gibt es auch immer wieder kleine Sachen, die was eigentlich ganz gut sind, die was ganz nett sind. Aber mir kommt es immer vor, wenn der Großteil einfach nur Bullshit ist.
Beispiel 1. Die Eisenzitron wurde runtergepatcht von 30 bzw. 50 Schaden auf 20 bzw. 40 Schaden. Was soll das? Das ist so unnötig. Die ist eh schon guter Durchschnitt, gerade mal so. Wieso patcht man die noch runter? Vor allem, wenn man keine Upgrades hat, keine Waffenverbesserungen, das Nachladeupgrade nicht hat, ist die eigentlich richtig schlecht. Und dann jetzt noch runterpatchen, das ist so unnötig, was soll das? Aber es geht noch ärger. Sie haben zum Beispiel den Party, einen Party-Charakter, den Party-Pirat, haben sie ebenfalls runtergepatcht. Ein Charakter, der was von vielen gesagt wird, dass er sehr, 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 sehr schlecht ist. Und wesentlich schlechter als wie der Standard-Pirat. Und den haben sie auch runtergepatcht, die Magazingröße und den Schaden. Dann, was ich noch extrem unnötig finde, ist, dass der Tarnranger jetzt nur noch 10 Schuss hat. Eine Sturmklasse, eine Soldatenklasse hat nur mehr 10 Schuss statt 15. Wie kann man 5 Schuss einfach mal wegnehmen bei einer gerade mal durchschnittlichen Klasse? Der Panzerkommandant wurde ebenfalls wieder runtergepatcht. Wurde letztes Mal schon runtergepatcht, was komplett unnötig war. Jetzt wurde nochmal runtergepatcht. Dann, was ich extremst krass finde, ist, dass der Pylonenwicht jetzt statt 32 Schuss nur mehr 16 Schuss hat. Das ganze Magazin wurde halbiert. Ich meine, man kann ja vielleicht ein bisschen was runternehmen, weil der hat schon wirklich viel Schuss im Magazin und ist auch recht stark vom Damage her, was übrigens auch runtergepatcht wurde. Aber die Magazingröße halbieren, das ist ein extremer Schritt und absolut unnachvollziehbar meiner Meinung nach. Der Schaden vom Disco-Schnapper wurde ebenfalls runtergepatcht, wenn er im Disco-Modus ist. Das finde ich, ich weiß nicht genau, es steht da leider keine Zahl. Wenn er zum Beispiel jetzt nur 40 statt 45 macht, finde ich es noch okay, aber viel weniger sollte man den nicht unterpatchen. Also das ist gerade noch so grenzwertig, unnötig, aber trotzdem grenzwertig. Aber was ich extrem schlimm finde, ist, dass zum Beispiel der Rüstungsschnapper, ich spiele ihn sowieso sehr selten, aber jetzt noch seltener, der macht jetzt statt 50 nur 45 Schaden. Das ist zwar im ersten Blick, sind das nur 5 Schadenspunkte, aber denkt mal nach. Früher in Garnhofer 1, die ganze Zeit in Garnhofer 1 und bis jetzt auch in Garnhofer 2, hat man einen Wissenschaftler mit zwei Schnaps wegbekommen. Jetzt braucht man bei einem Wissenschaftler 3 Schnaps. Und das beim Rüstungsschnapper, der was zwar sehr viel Leben hat, aber extremst lamsang ist, kann das wirklich oft seinen Tod bedeuten. Vor allem eben bei Wissenschaftlern, die im Nahkampf einfach unglaublich gut sind, glaube ich, gehen so manche Matches gegen einen Rüstungsschnapper anders aus. Und das Beste habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, und zwar der Chemiker. Der wurde runtergepatcht. Wow, Chemiker runtergepatcht ist erstmal eine tolle Sache, aber er wurde von 36 Schadenspunkten auf 35 Schadenspunkten runtergepatcht. Unnötiger geht's, glaube ich, gar nicht mehr. Die Feuerrate wurde auch um 5 starke Punkte, wurde die ebenfalls runtergepatcht. Und das ist einfach nur meiner Meinung nach ziemlich lächerlich. Mir kommt es im Großen und Ganzen vor, dass die Charaktere balancen, so wie es in ihrem Computer steht. Dass die einfach nur auf die Zahlen schauen, so wie es in ihrem Computer steht, so wie es eingestellt ist und da einfach so ein bisschen rumtun. Aha, der macht jetzt so viel, dann patchen wir den so runter. Die gehen überhaupt nicht auf Spieler ein oder auf das, was wirklich gespielt wird. Denn wie viel, zum Beispiel Rüstungsschnapper, wie viele sieht man schon wirklich im Spiel aktiv spielen? Vielleicht einen, wenn man den ganzen Tag Garnhof 2 spielt. Oder der Archäologe wurde draufgepatcht, das stört mich jetzt nicht, das ist eigentlich ganz gut, aber der wurde draufgepatcht. Warum? Er spielt sowieso fast niemand den Archäologen gut, wenn er jetzt vielleicht draufgepatcht hat, spielen ihn vielleicht ein bisschen mehr Leute, aber es geht vor allem um die Sachen, die was runtergepatcht wurden, wie eben zum Beispiel Rüstungsstapel, wie eben zum Beispiel Panzerkommandant, der was eigentlich vielleicht ganz gern gespielt wurde und auch überhaupt nicht zu stark ist und wird jetzt zum zweiten Mal runtergepatcht. Die patchen einfach nur das, was wie in ihrem Computer steht, und das finde ich, das ist nicht realistisch. Die leben nicht in der Realität, was einfach die Spiele dahergeben. Wenn ihr euch übrigens die ganzen Patch Notes nochmal in Ruhe anschauen wollt, also wirklich alle Neuerungen, alle Charakter-Balancing-Patches und so weiter und alle Bugfixes, könnt ihr das gerne machen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Da ist das Ganze dann auch schon auf Deutsch, wenn ihr unten auf die deutsche Seite stellt. Ihr könnt mir da auch gerne eure Meinung zum Ganzen in die Kommentare schreiben. Ich finde, sie hätten eher andere Charaktere patchen sollen, wie zum Beispiel den Grillmeis. Der ist ja immer noch viel zu stark, finde ich, oder relativ zu stark. Oder auch andere Charaktere ein bisschen rauf. Aber irgendwie haben sie es bei diesem DLC extremst übertrieben mit dem Hoch und Runter und falsche Charaktere gepatcht und wieder hinaufgemacht und.
Meiner Meinung nach ist dieser Patch, also diese Character Balancing, ist diesmal überhaupt nicht geglückt. Aber wenn ihr andere Meinung seid, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ist halt meine Meinung. Leider muss man das ja heutzutage schon dazu sagen, dass das eben, wie gesagt, nur meine Meinung ist. Ihr könnt natürlich komplett anderer sein, aber dann flamet nicht in die Kommentare rum, sondern ja, bildet euch einfach eure eigene Meinung. Ihr könnt sie gerne in die Kommentare schreiben, aber halt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Ihr wisst schon. Benehmt euch einfach. Gut, komisch gesagt, egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Tage kommt eben ein neues Video zu den zwei neuen Missionen. Eben mit dieser Ziege hier, dieses Rennen und mit diesem neuen Schnapper. Das war's, bis zum nächsten Mal und ciao.